So, meine Damen und Herren, wir kommen hier zurück zu gefühlten 30 Millionen Jahre später, so wie natürlich auch das bei Yu-Gi-Oh! War. Es sind 1000 Jahre her, seitdem das letzte Mal Yu-Gi-Oh! Über meinen Kanal lief und deswegen spielen wir heute Duellanten-Herausforderung. Ich weiß nicht, worauf es hinausgeht. Dunkler Magier-Angriff, da ist der Name Deck. Wir nehmen natürlich mein Deck hier. Ich weiß echt nicht mal, welche Karten drinne waren. Wie das Spiel, also ich kenne Yu-Gi-Oh!, klar, ich weiß auch alles so. Wie gesagt, ich weiß aber eben nicht, was hat die für Karten drin. Das wird jetzt echt schwer gegen Arcana dann zu spielen. Aber wir kriegen das hin. Was waren hier gleich nochmal? Details anzeigen. Komm, falls die Karte dein Gegner. Gegner kommt schon durch eine. Ach so, ja. Flüge dann gegen. Okay. Dann nehmen wir mal. Oh, nee. Die heben uns auf. Das ist eine sehr, sehr gute Karte. Wir werden zuerst unseren Nikenhund beschwören im Angriffsmodus natürlich. 1800, das ist doch schon relativ viel. Und dann gehen wir zurück. Mein Trick, ich weiß nämlich nicht, was alles hier drin ist. Wir haben ein volles Hand. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Ich ahne Schlimmes. War das nie das mit dem Ende irgendwie so? Was? Was passiert hier bitteschön? Hier passiert mir gerade viel zu. Oh ja, klar, Fusion. Alles klar. Ja, sehe ich vollkommen ein. Das sehe ich ein. Also irgendwie muss ich glaube ich was dagegen machen. 2200. Nee, wir brauchen eine verdeckte Karte. Ja. Wir. Du kannst diese Karte als beliebiges Fusion. Ah, das war ja die Karte. Was habe ich denn als Fusionsmonster da? Ui. Ziemlich gut. Also gute Karten. Monstermaschine und Pyro. Ja, es ist schon. Ja, wir setzen die Karte. Das ist mir jetzt doch ein bisschen egal. Wir wenden die Runde. Also das könnte doch mal ein bisschen schwieriger werden. Ich dachte mir so, jo, wir machen mal eine schnelle Runde. Ach so, wir ziehen eine Karte. Ja klar, ist doch klar, welche ich zurückwerfe, oder? Dann greift er mich mal gerade mit. Gerade mal mit Horst an. So, du kannst einmal den Friedhof aufziehen, spielen fangen. Theoretisch kann ich doch dann. Ja. 1000. Wir. Ja. Also aktivieren bringt ja nichts. Aktivieren trotzdem mal, um zu zeigen, was es bringt. Oh ja, cool. Ich kann mir jetzt eine Karte aussuchen. Bringt mir jetzt aber so viel, dass ich keine Verteidigung habe. Deswegen. Beschwören wir ihn. Battlephase und greifen an, dann muss ich ja. Ja. Müsste ja Punkt, Dings dazu bekommen, genau. 1100, dann ist er schon mal vor ihm geschützt. 1600. Oh. Mache ich oder mache ich nicht? Mache ich. Ich mache es. Aus dem folgenden Grund, ich weiß nicht, was ich für Karten im Deck habe.
Und dadurch bin ich jetzt bei 1600. Und wenn dann jetzt nicht gleich opfert, die Karte, und eine 2000 irgendwas holt, bin ich nie ganz... ganz im Arsch. Geil. Ui. Uiuiui, das ist natürlich... Die Karten heben wir uns mal noch auf, dafür greifen wir hier weiter an. Battlephase, direkter Angriff. Ja, direkt angreifen. Defense kriege ich den auch noch nie besiegt, also ist das alles bisher ganz in Ordnung. Freue ich mich, dass er weniger hat als ich. Oh nein. Ach, Elementar. Ach so, wegen... Oh nein. Nein. Jetzt geht der ganze Dreck hier wieder los. Tschüssi, Kobold. Das gibt's doch nie. Also, Bruder. Ja, wegen 100 mehr. Du kannst mich mal meinen behinderten Anus lecken. Irgendwas muss ich doch jetzt machen dagegen. Ja, komm. Karte aktivieren. Dadurch kann ich ihn hier setzen, beschwören. Und kann ihn aber opfern, um ihn hier zu beschwören. Ja, können wir gerne machen. Und dann kriege ich seine Shitkarte hier weg. Außer die hat einen scheiß Effekt, den werden wir ja gleich sehen. Battlephase ab rein und Party hart. Effekt, ja. Will er mich verarschen? Was? Der will mich doch richtig verarschen. Der kann nicht... Hab ich einen Krieger auf der Hand? Hier? Das ist Pyro, das ist scheiße. Aqua, Pyro, Reptil. Ungeheuer Krieger, den könnte man vielleicht holen. Also dann habe ich Maschine und Krieger und kann ich mir dafür was holen? Maschine und Pyro-Scheibenkleister. Zwei normale Monster. Oder Maschine und Pyro. Ja, was mache ich denn? Ach komm, beenden. Ich hätte den jetzt im Verteidigungsmodus legen müssen, weil jetzt kann er mich gleich angreifen. Oder auch... Warum kann er mich nie angreifen? Details anzeigen. Diese Karte erhält nur, wenn eine schadensberechtigte Attacke in Höhe der Grundattacke. Ja. Dann wollen wir erstmal Bilder Monster vom Typ. Ja, gut, also kann man die nicht aktivieren setzen. Setzen. Warum kann ich die bloß nicht aktivieren? Das kotzt mich an. Und dann gehen wir in die Endphase. Und dann nehmen wir nämlich ja. Genau. Effekt aktivieren. Fusion. Und nehmen wir die hier. Vergesse. Oh ja, klar, jetzt holt das. Jetzt, oh nein, es geht. Jetzt würde ich ihn mag. Was? Ja, greif an. Och nee. Ja, überspringe den Kampf. Das gibt's doch nie. Komm, mach mich gleich fertig. Das tut ja schon in der Seele weh zuzusehen.
Ja, schön. Also mit einer. Du kannst ein Monster. Gegen Magier habe ich ja nichts. 23. Nee, besitze ich leider nichts. Endphase. Ich kann mich nur beschützen. Ich muss mich auch beschützen. Und anscheinend darf ich mich nie beschützen. Wenn der Monster. Wow. Ich bin tot. Da brauche ich jetzt noch. Ach, das war's. Ja, das war's. Leute, schön mit euch den Part angeguckt zu haben. Freut mich immer sehr. Ich würde mal sagen, nächstes Mal kriegen wir den Kampf schon irgendwie hin. Oh, Kartenpreis. Heiliger Notruf. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mansi. Ich glaube, ich werde nochmal probieren. Bis dann. Ciao.